Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Seit gestern haben wir ein neues Kartendesign im Quellcode und ja, es war schon die Rede von einer neuen Recordbreaker-Karte und heute haben wir sie als SBC mit Inaki Williams und wir schauen uns die Karte an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 125.000 Coins, natürlich immer abhängig auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Ich empfehle euch, diese Karte erst ab Donnerstag abzuschließen, wenn ihr alle Karten kaufen müsst. Denn wir haben momentan noch die Player Picks, die kosten natürlich, beziehungsweise die haben den Markt der Non-Rares und der Gold-Rares ein bisschen angehoben und wir müssen einfach viele SBCs hier abschließen und deswegen könnt ihr euch vielleicht 20 oder 30.000 Coins ab Donnerstag 10 Uhr einsparen, dann wenn die Division Rivals Belohnung rauskommen. Ja, warum hat er eine Record-Breaker-Karte bekommen, zu Deutsch Rekordbrecher? Ja, und das sehen wir hier, 203 Ligapartie-Spiele hat er für seinen Club Athletic Club gemacht. Und das heißt, er hat seit 2016 kein Spiel mehr für seinen Club verpasst. Also das ist echt Wahnsinn. Und dabei stand er 169 Mal in der Startformation. Okay. Die Einleitung war ein bisschen länger, aber das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und ich würde sagen, wir schauen uns den Spieler an. Wie sieht er denn aus? Ja, es lädt ein bisschen. Und wow, wir haben ein wirklich krasses Kartendesign. Also gefällt mir unglaublich gut. 84 ist er bewertet. Er hat ein Upgrade von plus 3 bekommen overall. Und ich glaube, diese Karte, die ist einfach gehypt. Und das nicht aufgrund seines schwachen Fuß, ganz und gar nicht, sondern aufgrund seiner Geschwindigkeit. Ja, plus 2 mehr Tempo sorgt auf jeden Fall für diesen Hype. Und 4 Sterne Skills sind in Ordnung. 2 Sterne schwacher Fuß, das muss man sagen, ist ein Handicap. Ganz klar. Aber dennoch, vielleicht als Super Sub und einfach für dieses schöne Kartendesign, ja, ist diese Karte auf jeden Fall gehypt. Wir haben 96 Tempo overall. Wir haben sehr, sehr gute Schusswerte, muss ich auch sagen. Ich will mal gucken, was man der Karte auf jeden Fall geben kann. Wir haben auch einen super Ausdauerwert. Also bis zum Ende lässt sich diese Karte durchspielen. Wie groß ist er eigentlich? 1,86. Der ist nicht unbedingt klein. Hat auf jeden Fall eine gute Sprungkraft, Kopfballpräzision. Ja, da gibt es sicherlich noch bessere Karten, aber das ist so overall schon mal gar nicht so verkehrt. Ich würde tatsächlich, wer es ganz, ganz schnell mag, denn so beweglich und die Balance hat er aufgrund seiner Größe nicht, mag ihn vielleicht ein Engine geben. Ansonsten würde ich hier einen Finisher drauf geben, vielleicht einen Hawk, aber eher ein Finisher, dann Engine, dann vielleicht einen Hawk. Also ist aber immer je abhängig, wie ihr dann auch gerade spielt und auf welcher Position. Also spiele ich den vielleicht als reinen Stürmer oder jemand, der vom Flügel kommt, eher vielleicht noch mit Engine noch mal ein bisschen mehr pushen vom Tempo her. Aber wie gesagt, das liegt an euch. Außenrisschuss, er hat wirklich viele Trades. An sich eine super Karte. Ich finde den Preis jetzt auch nicht overpriced. Wir haben sehr, sehr gute Karten schon inzwischen in der La Liga. Und von daher geht der Preis in Ordnung und ich denke, der wird noch so auf 80.000, 90.000 Coins fallen. Okay, wollen wir uns mal die SBCs angucken. Wir haben wirklich viele. Ich weiß nicht, wir haben 7 SBCs. Wir bekommen auch Packs zurück, das ist schön und gut. Aber trotzdem, warum 7 SBCs EA? Macht einfach das Rating ein bisschen höher und dann ist das auch in Ordnung. Also von den Packs her bekommen wir, ich denke mal, ich habe es nicht genau durchgezählt. Das sind alles auch nur kleine Packs. Aber ich denke, das kann sich auch lohnen, diese Packs dann natürlich im Anschluss zu öffnen und ja, zu spekulieren. Vielleicht auf eine schöne Spezialkarte. Okay, die Bedingungen sind in der ersten SBC wie folgt. Gold mindestens 11 Spiele. Eigentlich muss ich euch das nicht erzählen, aber ich kenne so ein, zwei Leute, die dann immer kommentieren, was ist denn mit den ersten SBCs? Warum schließt du das nicht ab? Okay, hier habt ihr auch ein Team. Ja, Team Chemie 30, Anzahl der Spieler 11. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt ganze 7 Tage Zeit nach Release diese SBC abzuschließen und dann gibt es diesen Inaki Williams in der Record Breaker Version nicht mehr. Alle Teams,
Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, könnt ihr 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Okay, jetzt legen wir endlich los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC gelöst. Zum aktuellen Zeitpunkt kostet euch auch dieses Team hier circa 8000 Coins. Ja, und das kann auch mal schnell 3000 oder 4000 Coins günstiger werden, denn wir haben momentan die Upgrade-SBCs, die ganz ordentlich reinschallern. Okay, seltene Goldkader haben wir dieses Team, Spielerqualität Gold, seltene, da brauchen wir halt 11, Teamchemie 30 und 11 Spieler. Macht ihr also ein paar Upgrades, habt ein paar Spieler gezogen, könnt ihr das easy quasi erledigen, aber auch hier habe ich euch die günstigsten Spieler mal besorgt. Und auch hier gehen wir fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die zweite SBC gelöst und man mag es kaum glauben, auch diese SBC kostet ca. 8000 Coins. Genauso wie die Non-Rares, das hat einfach den Grund wegen der Upgrade-SBCs. Und hier haben wir eine SBC, die kann ich nicht aussprechen und das werde ich auch nicht versuchen. Wir brauchen aber hier einen Athletic Bilbao-Spieler, Teamgesamtbewertung 81, Teamchemie 80 und hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir fix durch, let's go. Und damit haben wir auch die dritte SPC gelöst. Kostenpunkt hierfür circa 9.500 Coins. Lustig wäre es auch, wenn ihr bei jedem Let's Go einen kurzen trinken müsst. Ja, dann werdet ihr auf jeden Fall nach so einem Video hier von mir schon ordentlich angetrunken. Aber wir machen weiter. La Furia Roja, das heißt, wir brauchen einen Spanier und eine Teamgesamtbewertung von 82, Teamchemie 75 und hier ebenfalls 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und auch damit haben wir diese SBC erfolgreich abgeschlossen und ja, Kostenpunkt hierfür 9.500 Coins. Und jetzt haben wir die La Liga SBC mit den Bedingungen La Liga Santana mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 83, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Na, schmeckt's? Und damit haben wir auch die La Liga SBC abgeschlossen und man mag es kaum glauben, wir haben immer noch zwei SBCs vor uns. Die La Liga SBC kostet euch auch so circa 10.500 Coins. Jetzt wird es allerdings ein bisschen teurer, denn wir brauchen Team of the Week Spieler und eine Teamgesamtbewertung von 84, eine Teamchemie von 65 und hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir einmal durch. Let's go!
Und damit haben wir auch die vorletzte SPC abgeschlossen. Topform nennt sie sich und der Kostenpunkt hierfür ca. 29.500 Coins. Und jetzt die letzte, endlich. Ja, es ist auch schon hier über 10 Minuten. Es tut mir leid, ich habe es nicht versucht in die Länge zu ziehen, aber es sind einfach viele SPCs. Und ja, das dauert auch ein bisschen, deswegen habe ich heute auch die UEFA Top-Spiele extra für euch vorgezogen. Team of the Week, mindestens ein Spieler, Teamgesamtbewertung 85, Teamchemie 60 und natürlich 11 Spieler. Und ein letztes Mal, let's go. Das soll es gewesen sein. Kaum zu glauben, wir sind durch. Ich wollte jetzt schon sagen Chat, aber nein, das ist eine SPC-Lösung. Ich freue mich, wenn ich euch helfen konnte damit. Und ja, wenn ich das getan habe, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir helft. Vielleicht mit einem Like, einem netten Kommentar. Und wenn ihr auch Bock dazu habt, könnt ihr mich auch gerne komplett kostenfrei abonnieren. Und zum letzten Squad fehlt natürlich noch eine Aussage, die ist ganz wichtig für euch. Kostenpunkt hierfür ca. 50.000 Coins. Das macht insgesamt 120.000 bis 125.000 Coins. Wie gesagt, ab Donnerstag ist diese Karte auf jeden Fall günstiger. Es sei denn, irgendwas von EA kommt wieder auf den Markt und lässt alle Preise wieder in die Höhe schießen. Das glaube ich aber kaum. Ich denke, wie gesagt, Donnerstag ab 10 Uhr wird diese Karte nochmal deutlich günstiger. Okay, das soll es gewesen sein und in diesem Sinne reingehauen, wieder schauen. Peace. Let's go.